Das kennen Sie, liebe Zuschauer. Was macht denn Ihr Hund, wenn es an der Tür klingelt? Viele bellen aus Leibeskräften, vielleicht freuen sie sich auch nur, ich weiß es nicht. Mich persönlich nervt das mitunter ziemlich, vor allem dann, wenn ich derjenige bin, der geklingelt hat. Und ich denke mir, kann man das nicht abstellen? Unsere Tiertrainerin Anja Petrick sagt, ja, das geht. Das finde ich eine gute Nachricht, Anja. Okay. Grüß dich erst einmal. Hallo. Bei Henry hat es augenscheinlich auch funktioniert, weil der schläft durch. Überhaupt gar kein Problem mit Türklingeln. Aber warum bellen denn Hunde überhaupt, wenn es an der Tür klingelt? Naja, Hunde lernen ja immer, wenn es klingelt, kommt jemand rein. Genau. Also es ist ja, entweder gibt es ein Paket oder Freunde kommen. Genau. Und es gibt dann natürlich zwei Gründe. Die einen verteidigen tatsächlich ihr Territorium und sagen, wow, da ist ein Eindringling, da muss ich Bescheid sagen. Ich muss sagen, da ist irgendwas. Und andere Hunde sind einfach so wahnsinnig aufgeregt und freuen sich. So wie Henry. So wie, naja, Henry verpennt, glaube ich, eher. Ja, doch, der pennt, aber also freudig und aufgeregt ist er auch nur. Er bellt halt nicht, das ist halt gut erzogen, gell? Ja, ja, der hat halt schon gelernt, sich ruhig zu freuen. Na, weißt du, was er macht? Er nimmt das Spielzeug, was er da zum Beispiel hat, und trägt es hin. Genau. Das macht meine Kisha auch. Okay. Also die freut sich auch so. Und der habe ich das beigebracht, weil die sonst immer alle anspringt. Mhm. Und bei den Herren der Schöpfungen trifft sie sehr zielgenau. Die machen alle eine Diener, wenn die reinkommen. Okay, da will ich gar nicht drüber nachdenken und mir das vorstellen. Genau. Aber sag mal, ich meine, manche Leute sind ja wahrscheinlich ganz froh, wenn sie so eine lebende Alarmanlage haben. Aber gerade in so Mietshäusern oder so das kann das halt problematisch sein. Ja, weil wenn die Hunde dann so laut und so viel bellen, dann schallt das das ganze Haus, was natürlich nicht gerade Freude mit den Nachbarn bringt. Also Hund, bellen bei Türklingeln, eine heikle Kombination. Ja. Wie muss ich vorgehen, wenn ich das künftig unterbinden will? Ich brauche ganz arg viele Leckerchen. Und wir schauen uns mal an, den ersten Schritt. Wir haben das mit dem Eddie geübt. Mhm. Der Eddie bellt auch gerne an der Tür und mit dem haben wir mal angefangen. Genau, da sieht man schon, da bellt er noch. Wir brauchen jemanden, der draußen vor der Tür steht und immer klingelt. Drinnen steht der Halter und füttert den Hund. Jedes Mal, wenn es klingelt, Leckerchen rein. Jedes Mal Leckerchen rein. Auch wenn er bellt? Auch wenn er bellt. Am Anfang gebe ich ihm jedes Mal ein Leckerchen. Und du wirst sehen, das geht relativ zügig, dass die Hunde dann schon erwartungsvoll zu einem hinschauen. Da haben wir dann angefangen, dass immer, wenn es klingelt, der Eddie lernt, immer wenn es klingelt, lohnt es sich, ein Stückchen zurückzugehen. Das heißt, dann fange ich an, wenn er mich erwartungsvoll anschaut, also es klingelt, er schaut mich schon, boah, wo bleibt mein Essen? Dann fange ich an, das Leckerchen mal nach hinten zu schmeißen, dass er einfach lernt, okay, wenn es klingelt, gibt es hinten weiter Leckerchen. Dass ich ihn auch ein bisschen von der Tür wegkriege. Weil oft ist es ja so, wie bei dem Eddie in dem Haus, da ist der Eingang sehr schmal. Und wenn ich dann versuche, die Tür aufzumachen, so ein großer Hund steht da vorne, ist halt einfach alles viel zu eng. Und eigentlich möchte ich ja, dass der Hund, also Ziel des ganzen Trainings ist es klingelt, der Hund geht automatisch auf seine Decke hinten, wartet, bis der Besuch drin ist und wird dann freigegeben zum Besuch. Begrüßen. Das ist das Endziel. Aber was hier beginnt, braucht erstens natürlich eine Menge Leckerlis. Ja. Und ist zweitens Prinzip klassische Konditionierung. Oder? Genau, Pavlovsche Glocke. Ja. Also eigentlich klassische Konditionierung. Ich muss halt gucken, wie die Hunde drauf sind. Also es gibt natürlich Rassen, die einfach aufpassen müssen, sonst platzen die. Also wenn ich einen Hoferwart habe, der ist einfach das Hofwart, also der ist einfach dafür da, um auf den Hof aufzupassen. Und wenn ich bei dem jetzt versuche, das komplett abzuschalten, geht es einfach komplett gegen den Hund, also gegen die Rasse. Gegen das Naturelle. Und das ist dann schwierig. Ja. Ich hatte mal einen Hoferwart-Mischling, der Leines, der hat gelernt, dass er ein-, zweimal anschlagen darf. Das war für mich damals auch wichtig, weil alleingelegenes Haus, da möchte ich jemanden, der aufpasst. Wenn ich dann gesagt habe, ist okay, das war für ihn dann das Kommando sozusagen, jetzt ist gut. Ich habe es gehört und jetzt können wir den Besuch reinlassen. Okay. Genau. Ja. Also man muss halt so ein bisschen schauen. Beim Eddie ist es jetzt auch nicht ganz so schlimm. Also der bellt halt 3-4 Mal, aber er hört halt von alleine auch nicht auf. Das heißt, da ist es ein bisschen einfacher, das zu trainieren. Mhm. Wenn ich einen Hund habe, der halt so richtig sich hochbringt, pusht, dann brauche ich länger für diesen Schritt. Wie geht es denn dann weiter, nachdem ich diesen ersten Schritt mit tausenden Leckerlis unternommen habe? Wenn ich den Schritt geschafft habe, das schauen wir uns an, dann fange ich an, mit dem Hund zu trainieren, dass er auf seine Decke geht. Das muss ich natürlich vorher abgekoppelt von der Klingel trainieren. Das heißt, ich bringe dem Eddie erstmal bei, geh auf deine Decke. Ich führe ihn so ein bisschen mit der Hand, mit dem Leckerchen in der Hand auf die Decke und dann kriegt er das Leckerchen, sobald er auf der Decke sitzt. Wenn das gut geht, also das mache ich so oft, bis ich ihn auf die Decke schicken kann,
Dann kriegt er ein Bleib und ich arbeite mich zur Tür vor. Das heißt, hier geht es relativ zügig. Da konnte der Markus jetzt schon bis zur Tür gehen, drückt einmal die Klinke runter, macht die Tür aber noch nicht auf. Ganz wichtig, geht zurück, belohnt den Eddie. Dafür, dass er sitzen geblieben ist. Dann hänge ich das Klingeln mit dran. Also jemand klingelt, ich schicke den Eddie auf seine Decke, ich gebe dem Eddie auf der Decke sein Bleib, gebe nach vorne und mache die Tür auf. Verstehe. Und das ist aber wirklich, also das ist jetzt hier extrem zusammengefasst. Ich wollte gerade sagen, Zeitraffer. Also das ist wirklich ein extremer Zeitraffer, bis ich das schaffe, dass ich dann dem Hund das Bleib geben kann, die Tür aufmachen kann, jemand steht vor der Tür und ich begrüße denjenigen. Das kann Wochen bis Monate dauern. Ehrlich wahr? Ja. Also es kommt sehr auf den Hund drauf an. Und dann muss ich den Hund natürlich auch noch freigeben, um ihm zu sagen, jetzt ist es okay, jetzt darfst du den Besuch begrüßen. Aber das ist halt, je nachdem, wie die Hunde drauf sind. Also mit manchen geht das sehr, sehr schnell. Und bei anderen kann das wirklich Monate dauern, bis ich da hinkomme. Und es kommt natürlich auch drauf an, wie fleißig man übt. Was ist denn dann das Wichtigste beim Üben? Tatsächlich der tägliche Fleiß und das jeden Tag wieder reinzupowern oder wie? Ja, also wenn ich mit einer Familie zusammenlebe, also wenn ich jetzt sage, da leben zwei Kinder und zwei Menschen in der Familie, dann geht es natürlich ein bisschen schneller, weil dann kriegt jeder die Aufgabe, es kommt keiner mehr mit Schlüssel rein, sondern jeder, der nach Hause kommt, klingelt, nimmt sich ein gutes Buch mit, stellt sich vor die Tür und wartet, bis drinnen mit dem Hund geübt worden ist. Verstehe. Ich kann das natürlich auch Freunden erklären, passt auf, das dauert jetzt jedes Mal ein bisschen länger, bis wir an der Tür sind und euch aufmachen. Wenn ich Freunde habe, die dafür wenig Verständnis haben, dann muss ich halt zwischendurch Management betreiben und muss halt sagen, okay, wir machen euch schneller auf, ich packe den Hund in der Zeit in ein anderes Zimmer oder so, dass der halt nicht dieses zur Tür stürmen mehr zeigen kann. Also noch mal kurz zusammengefasst. Machst du das am besten? Ja. Am Anfang jemanden draußen hinstellen, Freunde, Bekannte, Familienmitglieder. Einer klingelt, der andere füttert drin. Also wirklich klingeln, Leckerchen, klingeln, Leckerchen, klingeln, Leckerchen. Bis der Hund mich anschaut auf die Klingel hin, boah, es gibt was Leckeres. Dann fange ich an klingeln, ich schmeiß das Leckerchen weiter nach hinten. Dass der Hund lernt, okay, es klingelt, ich gehe weiter nach hinten. Das sind die Klingelübungen. Parallel dazu baue ich das auf die Decke auf. Dafür brauche ich ja am Anfang die Klingel nicht. Das heißt, ich schicke den Hund auf die Decke. Leckerli. Leckerli, auflösen, schicke den Hund auf die Decke. Leckerli, bis ich den Hund eigentlich von der Haustür aus auf seine Decke schicken kann. Wenn das geht, dann fange ich an, klingeln, auf die Decke, dem Hund auf der Decke das Bleib geben, Haustür aufmachen. Und wie gesagt, also das kann innerhalb von einer Woche erledigt sein. Ich habe eine Kundin gehabt, die hat das innerhalb von einer Woche mit zwei Hunden geschafft. Wow. Mhm. Sehr talentiert. Und die waren wirklich sehr, sehr, sehr fleißig und haben das oft gemacht. Ich habe Kunden, da dauert es einfach Monate. Gibt es auch hoffnungslose Fälle, die es einfach nie lernen? Ja, es gibt schon Hunde, die extrem aufgeregt sind. Also die sich so schnell so hochpushen. Da tendiere ich dann dazu zu sagen, okay, wir betreiben Management. Je nachdem, wenn die Hunde sich einfach nur freuen, ist es natürlich ein bisschen leichter. Wenn die Hunde dazu tendieren, in eine Aggression reinzukippen und die Menschen gar nicht erst reinzulassen, da betreiben wir am Anfang immer Management. Das heißt, ich mache irgendwo ein Kindergitter rein, dass die Hunde hinterm Kindergitter warten, bis der Besuch drinnen ist, damit ich diese Engstelle einfach so ein bisschen umgehe. Am Eingang vorne. Am Eingang vorne, genau. Super Tipps, sehr einleuchtend, ein bisschen Geduld und Spucke und dann fängst du diese Mucke. Vielen Dank dafür.